Hallo und herzlich willkommen zurück zu Unforeseen Incidents. Ja, ich muss jetzt gerade mal überlegen. Moment, hier kamen wir raus. In der letzten Folge hatten wir ja schon gesagt, dass wir uns jetzt um die... konnten wir die auch so anklicken? Nee, konnten wir nur so. Dass wir uns jetzt um die höher gelegenen Positionen da kümmern wollten. Wobei wir die nicht direkt angehen können, fällt mir gerade so auf. Dann gehen wir erstmal hier hin. Kann ja sein, dass das eine davon ist. Oh je, und da komme ich jetzt nicht rein, oder was? Das raus. Ein Stacheldrahtzaun. Nicht sehr einladend. Nee, echt? Hallo? Keine Besucher! Wer ist da? Niemand! Verschwinde! Kann ich reinkommen? Nein! Keine Besucher! Verschwinde! Ich muss mit Ihnen reden. Zu beschäftigt! Auf Wiedersehen! Warum so unsozial? Keine Freunde, keine Feinde, keine Besucher! Sie sind nicht gerade sehr höflich. Fremde nicht willkommen! Mach auf, du durchgedrehter Hinterwäldler! Verschwinde! Kann ich reinkommen? Nein! Keine Besucher! Verschwinde! Na gut, ich merke, wenn ich nicht erwünscht bin. Bis später. Merkst du das wirklich? Oh, wir haben quasi gar nichts. Oh, das ist schlecht. Kein guter Radioempfang. Ich sollte es mal an einer höher gelegenen Stelle probieren. Ja, aber wie kommen wir da hin? Das Problem ist hier. Hier wäre zum Beispiel einer, glaube ich. Und hier. Es muss höher gelegene Orte geben als diesen. Es muss höher gelegene Orte geben als diesen. Okay. Ja, das sieht aus wie einer der höchsten Punkte von Greystone. Ach, das sind die Feet. Ja klar, es ist ja Englisch. Das sind die Höhenangaben. Also 6281 Feet quasi. Das heißt, hier wäre auch noch einer. Nein, ich sollte die zwei höchsten Berge finden. Der hier gehört nicht dazu. Höher als 6100. Haben wir da noch einen? Ich sehe gerade keinen. Ach doch, hier. Okay. Das sollte einer der höchsten Orte sein, an die ich komme. Okay. Ich hoffe, dass wir dann auch... Okay, da können wir... Ah, ich will immer so wieder... Man muss klicken, ne? Man muss klicken, um wieder rauszukommen. Ich vergesse das immer wieder. Da liegt ein Buch. War das vorher nicht eben aus? Ein strömender Bach mit kaltem, klarem Gebirgswasser. Widerlich. Gibt's hier draußen keine Cola? Frage ist jetzt, sollen wir einbrechen oder nicht? Nee, nicht Gegensprechanlage da. Das fühlt sich nicht wie eine Zangensituation an. Ja, mit einer Schere wirst du das ja wohl eher nicht machen, oder? Nein, es ist keine Scherenzeit. Dann gehen wir erstmal raus, dann gucken wir mal, ob wir jetzt... Ah, ja, jetzt können wir da hingehen. Sehr schön. Greystone Woods Naturschutzgesellschaft. Das ist jetzt das, was er sich eingezeichnet hat, ja? Und da müssen wir hier quasi... Und dann finden wir den Punkt, wenn ich das richtig verstanden habe. Haben wir ja sonst noch was? Überall liegt dieses Geäst herum. Ich sollte nicht einfach irgendwelche Pflanzen im Wald pflücken. Sie könnten giftig sein oder so. Ja, ich gehe davon aus, dass irgendjemand nachher krank ist. Und dann soll man Kräuter sammeln oder sowas. Ich brauche keine Steine. Jetzt ist der Himmel sternenklar. Ein Glück, dass ich nicht während des Sturms hier oben war. Nun gut. Dann gehen wir mal zum anderen Punkt. Ah, ich dachte, das wird dann jetzt so eingezeichnet, aber wird es nicht.
Muss hier unten aber nichts mehr machen, ne? Greystone Woods Naturlehrpfad. Das Schild zeigt ein paar Informationen über Wildtiere in Greystone. Die Flagge scheint die Spitze zu markieren. Ein paar Bäume schützen die Stelle hier vor dem Wind. Der Baum sieht nicht so gesund aus. Er ist ausgetrocknet und brüchig. Können wir das nicht irgendwie benutzen für ein Lagerfeuer oder so? Es ist nur eine Nagelfeile bei, ne? Es ist jetzt keine Säge dabei. Das will ich nicht schneiden. Es gibt keinen Grund, meine Tasche mit Steinen zu füllen. Der Baum sieht nicht so gesund. Er ist ausge... Hey, ich wollte eigentlich... Ach so, da kannst du die Büsche gar nicht... Ich sollte die nicht anfassen, ohne zu wissen, was das für Pflanzen sind. Es könnte auch Salbei sein. Habe ich das beim letzten Mal auch erwähnt? Ich weiß es nicht. Hoppala. Ich kann Rangerin Jervis Hütte von hier sehen. Ja, das ist doch schön. Haben wir denn jetzt schon irgendwelche neuen Erkenntnisse bekommen? Ich habe keine Ahnung. Hey. Hey, wie kommst du voran? Wegen dieses Signals. Er hat doch die zwei höchsten Stellen gefunden. Hä? Hä? Ich muss die zwei höchsten Stellen in Greystone finden. Dann kann ich das Signal durch Triangulation orten. Warum benutzt du nicht die Karte, die ich dir gegeben habe? Sie hat Höhenangaben. Lass uns über was anderes reden. Bis später. Wiedersehen. Hätte ich da... Moment, hätte ich die Dinger bewegen können? Oder wie? Ich werd da jetzt gerade nicht so ganz schlau draus. Weil sowas wie Triangulation habe ich noch nie gemacht, keine Ahnung. Und da kann man auch nur die Fahne... Was waren das? Das waren die Steine. Ach, tatsächlich... Ach! So, oder? Ich denke mal, das können wir so lassen. Okay. Dann dahin. Na? Empty Crimson. Ich denke mal, das wird da irgendwo sein. Da wird es schlechter. Aber es ist irgendwo hier. Also er sagt nichts. Ich gehe mal davon aus, er bestätigt das dann, wenn das halt funktioniert. Da wird's schlechter, ne? Da wird's auf jeden Fall schlechter.
Da wird's auch wieder schlechter. Ich weiß halt nicht, was das jetzt heißen soll. Ist das jetzt hier in dem Bereich oder hier in dem Bereich? Ich kann auch nichts drücken. Oh, das ist total... Wird schlechter, oder? Okay. Ich glaube, hier ist das Signal von beiden Punkten aus am besten. Da muss die Quelle der Übertragung sein. Alter! Das war jetzt aber auch hier eine Feinfühlarbeit, ne? Ich kann ein paar andere Gipfel sehen. Aber der hier ist verdammt hoch. Boah. Also, eigentlich würde ich sagen, wir sagen ihr erstmal Bescheid. Man kann die Antennen kaum sehen, bis man fast davor steht. Dieser Wald ist voll mit Ästen, Laub und Dreck. Und die Leute sagen mir, ich sollte meine Bude sauber machen. Zaunfall. Hm. Das könnte hilfreich sein. Dieser Ort hier war geschützt wie Fort Knox. Irgendwer wollte wirklich nicht, dass da Leute reinkommen. Tja, vor dem Blitzeinschlag anscheinend, ne? Ach Mist, der Baum versperrt den Eingang. Kletter bloß nicht drüber. Von hier muss dieses seltsame Signal kommen. Was ist das für eine Station? Ja, das ist auch nur der Zaun. Ich kann ja aber auch nicht weiter irgendwie zur Seite oder so, ne? Hm. Ich krieg das mysteriöse Signal hier nicht rein. Was auch komisch ist. Okay. Versucht mich zu kriegen, ihr Wildtiere. Ich bin jetzt bewaffnet. Zaunfall steht bereit. Aber sonst hat er keine Probleme, ne? Hm, das ist nicht richtig. Das ergibt keinen Sinn. Ja, ist ein Point-and-Click. Ich dachte, vielleicht kann man das irgendwie wegmachen. Okay, gehen wir erstmal wieder zurück zur Hütte. Ich hoffe, jetzt kann ich endlich mit ihr drüber reden. Hey. Hey, wie kommst du voran? Ich habe die versteckte Sendestation gefunden. Wirklich? War jemand dort? Nein, sieht ziemlich verlassen aus. Aber ein großer Baum versperrt den Eingang. Ich muss einen Weg finden, ihn zu bewegen. Ach, Moment. Sie hat doch diese Seil-Dings dran am Auto. Ja, genau. Können wir dein Auto benutzen, um den Baum von der Radiostation wegzuziehen? Wie groß ist der Baum? Ziemlich groß. Mich wundert, dass wir ihn von hier aus nicht sehen können. Vergiss es. Bessie hat nicht genug Zugkraft. Du musst nach einer anderen Lösung suchen. Aber dieses Auto von der einen hat auch nicht genug Zugkraft, nehme ich an, ne? Bis später. Wiedersehen. Ich meine, man könnte den vielleicht zerkleinern, aber dafür habe ich halt kein Werkzeug. Wir haben den alten Mann und wir haben das Diner. Im Diner war aber nur der Typ... mit dem... was hat der jetzt gesagt, wo der normalerweise arbeitet, wenn er nicht im Streik ist? Was liegt denn da auf dem Boden? Achso, es sind Steine. Ich schätze, das ist Rondas Auto. Ja, aber hat auch nicht genug Zugkraft, oder? Hallöchen! Hallo, Schätzchen! Was kann ich für dich tun? Wie ist es hier so in Greystone Woods? Oh, ich liebe es hier. Die Menschen sind nicht so hochnäsig wie die Leute in Port Nicola und nicht so dumm wie die Yelltowner. Hey, ich bin von Yelltowner. Ich meine, ich bin ein Yelltown. Anwesende ausgeschlossen.
Versteht sich. Pass nur auf dich auf, wenn du im Wald außerhalb der Pfade unterwegs bist. Warum genau sollte ich aufpassen? Naja, es ist so. Ich habe nachts ziemlich lange geöffnet. Wenn ich nach Hause nach Lavender Valley fahre, ist es normalerweise schon dunkel. Letzte Woche, ein paar Mal, da habe ich... Naja, ich habe was gehört, als ich durch den Wald gefahren bin. Erst dachte ich, es wäre irgendein großer LKW. Aber die Straße war leer. Wie hat es sich denn angehört? Es fing an mit einem lauten Knall. So wie eine Fehlzündung oder sowas. Könnten es Schüsse von Jägern gewesen sein? Ich weiß, wie Schüsse klingen, Schätzchen. Das war wie ein großer Motor. Wie ein schräges, lautes Brüllen. Ein großer Motor. Wo hast du das Geräusch gehört? Ich weiß es nicht. Ich habe es an unterschiedlichen Stellen gehört. Erst auf der einen Seite, dann auf der anderen. Vielleicht das Echo der Greystone Rocks. Also hast du keine Ahnung, aus welchem Teil des Waldes das Geräusch kam? Ich wünschte, ich wüsste es, um einen weiten Bogen darum machen zu können. Da ist irgendwas Gruseliges da draußen. Ich habe genug über dieses seltsame Geräusch gehört. Hast du von Yelltown gehört? Oh, es ist schrecklich, nicht wahr? Wenn ich nur an all die armen Leute denke. Ich bin letzte Woche von dort hierher gekommen. Es ist ziemlich schlimm. Du hast Glück, dass du vor der Quarantäne rausgekommen bist. Zumindest bist du jetzt in Sicherheit. Naja, ich weiß nicht. Irgendwas sagt mir, dass es sich weiter verbreiten wird. An sowas wollen wir hier in meinem Diner gar nicht erst denken, Schätzchen. In Rhondas Diner herrscht gute Laune. Wer hat diese Bilder gemalt? Oh, die sind von Cardero. Du hast sicher schon von ihm gehört. Er ist ein berühmter Künstler. Er hat sich hier nach Greystone Woods zurückgezogen. Okay. Wo finde ich diesen Cardero? Er hat sich vom öffentlichen Leben zurückgezogen. Er lebt an einem ruhigen, entlegenen Ort draußen in den Wäldern. Ich schaue regelmäßig bei ihm vorbei und schaue, ob alles in Ordnung ist. Bringe ihm ein paar von den Bio-Cupcakes, die er so liebt. Aber du solltest ihn in Ruhe lassen. Er empfängt nicht gerne Besucher. Ist er so eine Art Eremit? Oh nein, nein. Nur ein verschrobener Misanthrop, der nie ausgeht. Cardero ist ein großer Cupcake-Fan, richtig? Er mag meine Spezial-Bio-Cupcakes. Er ist sehr wählerisch. Ist nur Bio. Deshalb mache ich immer ein paar von meinen speziellen Nischt-Törtchen für ihn. Nischt-Törtchen? Törtchen mit absolut nichts Gutem drin. Aber sie machen Cardero glücklich. Und das macht mich glücklich. Könnte ich etwas zu essen bekommen? Ich fühle mich, als hätte ich eine Woche lang nichts gegessen. Da bist du hier genau richtig. Ich mache die besten Sandwiches weit und breit. Willst du mal eins probieren? Ich glaube, ich hab's mir anders überlegt. Selbst schuld. Sag Bescheid, wenn du hungrig bist. Wie kriege ich jetzt so ein Törtchen? Falls ich eins brauche, natürlich. Einen heißen schwarzen Kaffee, bitte. Kommt sofort. Ah. Ja, das denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich Hallöchen. An meinen Bio-Kaffee schnuppe. Hallo, Schätzchen. Was kann ich für dich tun? Tja. Was weißt du über Jervis, die Parkrangerin? Oh, du hast Colonel Jervis getroffen? Colonel Jervis? So nennen sie hier alle. Ist bloß ein Spitzname. Aber passt ganz gut zu ihr, oder? Es ist gut, dass wir sie haben. Sie kümmert sich wirklich gut um Greystone. Woher kommt der Spitzname Colonel? Naja, eigentlich war Colonel Jervis ihr Vater. Er war vor ihr Parkranger hier in Greystone. Davor war er beim Militär. Er hat aber Rain allein aufgezogen. Als sie die Stelle übernahm, hat sie den Namen sozusagen gleich mit übernommen. Sie tut so, als würde es ihr gar nicht gefallen, wenn man sie Colonel nennt. Wenn du mich fragst, findet sie es in Wirklichkeit ganz nett. Oh. Sie ist schon ein kleiner Drache, nicht wahr? Sie ist wirklich ein guter Mensch. Sie mag ein bisschen grob gegenüber Städtern sein, aber sie macht ihre Sache wirklich gut. Du wirst froh sein, dass sie da draußen ist, wenn du stolperst und dir dein Bein verdrehst. Oder wenn du einem Bären begegnest. Oder wenn du ein Kalb im Schnee zur Welt bringst, während der Tierarzt betrunken und als Weihnachtsmann verkleidet an der Theke hängt. Okay, Entschuldigung.
Ich werde dran denken, wenn ich das nächste Mal ein Kalb zur Welt bringe. Lass uns über was anderes reden. Ja. Wenn ich das nochmal sage, sagt ihr aber auch nicht, hier kannst du haben. Ne? Cardero ist ein großer Kap. Er ist deshalb macht Törtchen, aber sie macht. Also ich vermute mal, dass in ihrem Auto die Törtchen drin sind. Ich schau mal wieder ab. Bis später, Schätzchen. Die Frage ist, können wir sie irgendwie ablenken und dann hier die Schlüssel nehmen? Rondas Autoschlüssel. Gar nicht auszumalen, wie das wäre. Oh. Verirrt im Wald ohne einen abgebrochenen Zaunpfahl. Diese beiden Sachen passen nicht gerade gut zusammen. Lieber nicht. Imbissküche? Na komm schon. Das kann ich nicht machen. Doch, du musst sie doch irgendwie ablenken können. Achso, die Theke konnte man nicht einzeln. Was ist mit ihm? Was geht? Nicht viel. Weißt du, achso. Weißt du irgendwas über Carderos Bilder? Wessen Bilder? Carderos. Er hat die Bilder hier gemalt. Ich weiß nichts über ihn. Sorry. Frag am besten jemand anderen. Wie war das mit deinem Kollegen nochmal? Er kritisiert mich die ganze Zeit. Sagt mir, ich soll zur Hölle fahren. Mach. Nein, doch nicht über den Schnurrbart. Ich schau mal ab. Bis später. Mach's gut. Okay, ich wollte das jetzt nur ein bisschen abkürzen, damit das nicht zu lange geht. Das kann man auch nicht machen hier, ne? Ich würde den ja gerne aufbrechen. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob das möglich ist. Würde ihn nicht interessieren. Der hat seine eigenen Probleme. Würde ihn nicht interessieren. Ich glaube nicht, dass sich Rhonda dafür... Würde ihn nicht interessieren. Oh, Leute, was soll ich denn dann machen? Ich kann ja nicht einfach so einbrechen, oder? Ich wüsste nicht, wie ich den Schraubenzieher hier benutzen sollte. Ja, ich auch nicht, aber, ne? Einfach mal alles ausprobieren. Das will ich nicht schneiden. Das sollst du auch nicht schneiden. Das funktioniert so nicht. Ich glaube nicht, dass ich das tun kann. Du kannst schon, aber du willst nicht. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass die Pfeile mir hier weiterhelfen kann. Das glaube ich auch nicht, aber... Wir müssen doch irgendeine Möglichkeit finden, dass wir das Auto öffnen können. Oder wahrscheinlich, ja doch, ich denke mal schon, dass es im Kofferraum ist. Weil so sagt er nämlich nicht, da sind die Cupcakes. Ich schätze, das ist Rondas Auto. Und warum kann man die Tankstelle und die Tanksäulen einzeln? Nee. Upsa. In Yelltown hat die Tankstelle die ganze Nacht geöffnet. Hatte die Tankstelle die ganze Nacht geöffnet. Bei den Spritpreisen bin ich froh, zu Fuß unterwegs zu sein. Das ist nicht richtig. Nee, richtig ist das nicht, aber... Überall liegt dieses Geäst herum. Ja, ich bin ehrlich gesagt jetzt gerade ein bisschen überfragt, was wir jetzt noch machen können. Ich gucke jetzt noch mal kurz auf der Karte. Also wir müssen auf jeden Fall da weiterkommen, dass wir am besten den Typen finden. Vielleicht ist das auch hier der... Also es könnte der Farmer sein oder es könnte der hier sein. Conifer? Nee, Conifer Canyon heißt das hier. Oder können wir ihm sagen, wir haben eine Cupcake-Lieferung? Das kann natürlich auch sein.
Hallo? Keine Besucher! Sie sind dieser Künstler. Cardero, richtig? Keine Besucher! Ich muss mit Ihnen reden. Zu beschäftigt. Auf Wiedersehen. Na, da kommt immer noch das Gleiche. Na gut, ich merke, wenn ich nicht erwünscht bin. Bis später. Ich muss diese dämlichen Cupcakes kriegen. Ansonsten weiß ich nicht, was ich machen soll. Ich spreche noch mal kurz mit dem Farmer. Hallo. Yep. Könnte Ihr Traktor einen wirklich großen Baum bewegen? Doch. Natürlich könnte er das. Er ist ein Ungeheuer. Ich wollte da gar nicht draufdrücken, aber cool. Könnte ich ihn mir mal ausleihen? Sagt dir die Redensart, wenn die Hölle zufriert etwas? Ja. Du weißt, was der Satz bedeutet? Nein. Niemand außer mir fährt diesen Traktor. Und ich kann ja nicht weg, bis diese beiden nutzlosen Ochsenpimmel drüben im Wasserkraftwerk den Strom wieder anschmeißen. Ah. Wo genau ist das Wasserkraftwerk? Ist oben im Norden, in der Nähe von Lake Delilah. Aha. Würden Sie den Baum wegziehen, wenn ich Ihren Strom wieder zum Laufen kriege? Naja, klar. Ich denke, dann wäre ich dir was schuldig. Hab allerdings keine Seilwinde. Du besorgst dir besser eine. Okay. Was hat es mit diesen Ochsenpimmeln auf sich? Das Kraftwerk wird von zwei Brüdern betrieben. Zwei wahre Streithähne. Ja, ich glaube, ich habe einen von ihnen getroffen. Wahrscheinlich gehen sie sich gerade an die Kehle, statt meine Stromversorgung zu reparieren. Also, wenn der Strom wieder läuft, helfen sie mir mit dem Baum? Ja, aber du musst dir eine Seilwinde besorgen. Haben Sie von Cardero, dem Künstler, gehört? Künstler? Pah, dieser knurrige alte Soziopath. Hab seine Kunst gesehen. Bedeutungsloser Krempel, wenn du mich fragst. Ich schau mal ab. Okay, sehr, sehr gut. Dann müssen wir noch eben die Seilwinde holen. Können wir hier direkt raus, ne? Ach nee, das war ja diese... Obwohl, wir hätten da ein Hemd. Wir kämen dann nicht übers Wasser rüber, glaube ich, ne? Sollten wir uns aber auf jeden Fall auch merken, weil irgendwie denke ich, könnte das noch damit zu tun haben, was wir noch machen müssen irgendwann. So, dann holen wir uns ganz schnell die Seilwinde. Ich glaube, wir fragen wahrscheinlich besser, oder? Ich könnte den Baum mit der Seilwinde wegziehen. Ich frage aber Rangerin Jarvis lieber vorher. Die geht an die Decke, wenn sie merkt, dass ich das Ding geklaut habe. Ich wollte gerade sagen. Hallo, Colonel. Hör auf, mich so zu nennen. Sag mal, kann ich die Seilwinde von deinem Auto haben? Ich brauche sie, um den Baum von der Radiostation wegzuziehen. Ich denke schon. Solange du sie zurückbringst. Ich versprech's. Dankeschön. Bis später. Wiedersehen. So, dann holen wir uns mal die Seilwinde. Okay. Wie mache ich die Seilwinde jetzt los? Das weiß ich doch nicht. Du bist doch hier der Experte. Ich wüsste nicht, wie ich den Schraubenzieher hier benutzen sollte. Ja, was weiß ich denn? Ah. Oder auch nicht. Viel zu fest. Oh, sag das jetzt nicht. Ach komm. Pickup Truck? Die Reifen haben schon ganz schön was hinter sich. Ah, Moment. Die zusätzliche Hebelkraft wird mir helfen, die Seilwinde zu lösen. Das war nämlich auch mein Gedanke gerade.
Aber er macht es nicht richtig. Physik. Ja, Physik wäre es gewesen, wenn er das auf dem Multitool gemacht hätte. Aber okay. Gut, wir haben die Sachen. Dann müssen wir uns noch um den... Da gehen wir am besten schon mal hin, damit ich das nicht beim nächsten Mal vergesse. Ach nee, ums Wasserkraftwerk. Er kann mir ja sowieso nicht helfen. Das heißt, wir gehen jetzt zum Wasserkraftwerk. Genau. Und hier werden wir jetzt erstmal einen kleinen Cut machen. Weil sonst wird das wieder zu lange in dieser Folge. Und dann schauen wir mal, ob wir hier irgendetwas vollziehen können, dass wir dann den Strom wieder anstellen können, dadurch die Kraft bekommen, den Baumstamm wegzumachen und dann da weiterkommen. Und eventuell kriegen wir das ja noch irgendwie hin, dass wir dann noch die Cupcakes oder vielleicht zumindest einen von den Cupcakes noch bekommen, damit wir bei dem einen Typen da noch reinkommen. Weiß ich noch nicht, wie das jetzt weitergeht, aber vom Rest habe ich mir zumindest schon mal eine klare Vorstellung jetzt machen können. Ich sage erstmal Dankeschön fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!